Hallo zusammen. In diesem Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie die spezielle Haarwäsche nach der Operation richtig durchführen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch einige wichtige Themen ansprechen. Haar- und Bartwäsche werden genau gleich durchgeführt. Es spielt keine Rolle, ob die Saphir- oder DHI-Technik angewandt wurde. Das Elitair Haarwaschset, welches Sie benutzen sollen, enthält 2 Lotionen und 1 Schaumshampoo. Die spezielle Haarwäsche wird am 2. Tag nach der Haartransplantation das erste Mal durchgeführt. Ab diesem Tag wiederholen Sie den speziellen Waschvorgang 8 Tage lang einmal täglich, heißt bis zum 9. Tag nach der OP. Die Haarwäsche umfasst sowohl den Empfängerbereich als auch den Spenderbereich. Lassen Sie uns anfangen. Um Infektionen vorzubeugen, sollten Sie vor jeder Haarwäsche unbedingt Ihre Hände waschen. Unser erster Schritt ist die Anwendung der Lotion. Die Lotion tragen wir in einer leichten Schicht und durch sanftes Tupfen auf den ganzen Empfängerbereich und den Spenderbereich auf. Dabei darf im Empfängerbereich nicht gerieben werden. Ziel ist es, zu verhindern, dass die Grafts herausfallen und den normalen Wachstumsprozess nach dem Eingriff zerstören. Um die Lotion auf den Spenderbereich aufzutragen, massieren wir sie mit den Fingerspitzen in den ganzen Bereich gründlich ein. Der Spenderbereich darf nach Belieben berührt werden. Nachdem wir die Lotion auf Empfänger- und Spenderbereich aufgetragen haben, lassen wir sie bei der ersten Haarwäsche 30 Minuten einwirken und an den folgenden Tagen 20 Minuten. Nachdem die Einwirkzeit abgelaufen ist, wird die Lotion sanft ausgespült. Die Lotion können Sie von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne mit lauwarmem Wasser ausspülen, indem Sie die Sprühflasche benutzen, die wir Ihnen gegeben haben. Sie können dafür auch einen leichten Wasserstrahl nutzen, sollten aber, während Sie die Lotion aus Ihrem Empfängerbereich ausspülen, sehr vorsichtig sein und diese nur leicht berühren. Ihren Spenderbereich können Sie normal ausspülen. Nachdem die Lotion ausgespült wurde, ist der zweite Schritt die Anwendung des Schaumshampoos. Unser Schaumshampoo ist wichtig, um den Empfänger- und Spenderbereich sauber zu halten und die Grafts mit aufbauenden Nährstoffen zu versorgen. Das Shampoo massieren wir in den Empfänger- und Spenderbereich mit leichten kreisförmigen Bewegungen ein. Nachdem wir das Shampoo aufgetragen haben, lassen wir es 5 Minuten einwirken. Dann wird es wieder mit lauwarmem Wasser aus der Sprühflasche oder unter einem leichten Strahl ausgespült. Der dritte Schritt. Nachdem das Ausspülen des Shampoos beendet ist, trocknen wir den Kopf. Benutzen Sie dabei unbedingt Handtücher, die keine Baumwolle enthalten. Den Empfängerbereich trocknen wir, indem wir mit einem sanften Tuch leicht tupfen. Den Spenderbereich können Sie normal trocknen. Unser vierter Schritt ist die Anwendung der Lotion. Nachdem beide Bereiche trocken sind, tragen wir eine sehr kleine Masse Lotion auf unseren ganzen Spenderbereich auf und spülen diese nicht aus. Unser Ziel ist, den Spenderbereich mit Feuchtigkeit zu versorgen. Deshalb können Sie die Anwendung der Lotion mehrmals am Tag wiederholen, sobald Sie ein Trockenheitsgefühl bemerken. Jetzt haben wir Ihnen alles ausführlich erklärt, aber ich mache nochmal eine kleine Zusammenfassung. 48 Stunden nach der Operation werden die Haare das erste Mal gewaschen. Zuerst tragen wir die Lotion auf den Empfänger- und Spenderbereich auf und lassen sie 30 Minuten einwirken. Dann spülen wir die Lotion mit lauwarmem Wasser vorsichtig aus. Danach werden wir beim Auftragen des Shampoos auf den Empfängerbereich sehr vorsichtig, um die Grafts nicht zu zerstören. Aber auf dem Spenderbereich können Sie das Shampoo normal auftragen. Den Empfängerbereich spülen wir vorsichtig mit den Fingerspitzen aus. Den Spenderbereich spülen wir normal aus. Danach trocknen wir den Empfängerbereich mit einem Handtuch, indem wir ganz leicht drücken. Den Spenderbereich trocknen wir normal. Am Ende tragen wir auf den Spenderbereich etwas Lotion auf, da es sehr wichtig ist, dass dieser feucht bleibt. Diesen Vorgang führen wir 8 Tage lang durch. So einfach ist es. Nachdem wir den Vorgang 8 Tage lang wiederholt haben, pausieren wir am 10. Tag nach der OP mit der Haarwäsche, damit sich die Krusten bilden können. Am 11. und 12. Tag erfolgt dann die Krustenentfernung. Dafür haben wir für Sie ein extra Video gedreht. Der Link ist in der Beschreibung. Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie gerne kommentieren.